Promi-Geflüster heute mal wieder aus dem Studio und sind natürlich wieder in Verbindung über Skype mit einer sehr reizenden Sängerin, Kollegin hätte jetzt schon fast gesagt, ja gut, stimmt eigentlich auch ein Stück weiter, kommen wir aber nachher gleich noch drauf. Mit einer sehr reizenden Sängerin mit Herz, kann man wirklich sagen, denn sie hat auch den Namen sozusagen oder das Herz im Namen, nämlich die Rede ist von Katharina Herz. Viele kennen sie vielleicht noch im Duo mit dem Trompeter Thorsten Benkenstein und das ging so Ende der 90er Jahre los und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen, Katharina Herz, grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören und sogar sehen. Genau. Ja. Sehr gut. Und wie gesagt, Thorsten Benkenstein und oder Katharina Herz und Thorsten Benkenstein, das war ja so deine Anfangszeit. Und ich glaube, wenn ich jetzt so gelesen habe, 2018 gab es schon das 20-jährige Jubiläum. Kann das sein? Ja, unglaublich. Die Zeit vergeht ganz, ganz schnell. 2018 habe ich mein 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Das heißt, dieses Jahr bin ich schon 22 Jahre auf der Bühne und schon seit 16 Jahren auch wieder solistisch unterwegs. Ich war ja 6 Jahre im Duo mit Thorsten und seit 16 Jahren im Schlagerbereich tätig. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich bin dankbar, dass ich immer noch da bin. Und ja, aktuell gibt es auch was Neues, ein ganz neues Album. Mhm. Alles hat seine Zeit, heißt da das. Genau, und es tut sich einfach viel. Richtig. Wenn man so sieht und hört, die CD und ja, kommt ja eigentlich bei den Radiostationen ganz gut an. Überall in den Hitparaden auf vorderen Plätzen dabei. Ich glaube, das macht dich schon wieder stolz auch, denke ich mal. Ne? Absolut. Wir haben jetzt die erste Single veröffentlicht, was immer war. Und die wird sehr gut angenommen. Bin ich natürlich sehr dankbar, weil nach wie vor ist es natürlich nicht einfach, wenn man so genreübergreifend tätig ist. Und ich habe nun mal damals, als ich begonnen habe, vor 22 Jahren, gab es ja keine Schlagersendungen. Es gab ja auch im Prinzip kaum den Schlager an sich. Das hieß ja sogar Schlagerparade der Volksmusik. Also Richtig. Man hat überall dieses Wort angehangen. Und jetzt bin ich aber tatsächlich seit Jahren endgültig auch im Schlager angekommen und bin sehr froh, dass das so angenommen wird. Habe ein neues Team um mich herum, habe ein zauberhaftes Album mit ganz fantastischen Texten auch bekommen, die alle von Uli Est geschrieben wurden. Ein ganz begnadeter und ganz toller Texter, der Titel geschrieben hat für Nicole zum Beispiel, ein leises Lied, oder für Ute Freudenberg sehr viel, für Sif Malmquist. Und er hat unglaublich schöne und inhaltsreiche Texte geschrieben. Darauf bin ich besonders stolz. Mhm. Nee, das klingt alles sehr gut. Und ich denke mal, wie gesagt, mit dem neuen Album heutzutage, es ist ja nicht wirklich einfacher geworden, da, sich da wieder zu platzieren und zu etablieren dann auch. Ne? Das ist ganz klar. Ja, absolut. Wie sind so deine Pläne? Was steht alles an? Oder ja, wie geht's voran? Ja, dieses Jahr bin ich natürlich sehr viel unterwegs, jetzt mit dem neuen Album. Das letzte Jahr war ja schon ganz fantastisch. Ich hatte sehr viele Fernsehauftritte, besonders auch im MDR. Ich hatte ja diese wunderschöne Sendung Schlager meiner Heimat. Da hat Ross Anthony mich in Ilmenau, in meiner Heimatstadt, besucht. Und wir haben gemeinsam moderiert eine komplette Sendung. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das kam auch beim Publikum ganz toll an. Bin ich sehr, sehr glücklich. Jetzt bin ich wieder zu sehen bei Wiedersehen macht Freude im MDR im März, bei Volldampf durch die Oberlausitz erst und im März dann bei Wiedersehen macht Freude. Dann bin ich dieses Jahr zweimal auf Tournee. Einmal im Oktober, Lieder aus den Bergen heißt es, mit Oswald Sattler und Andreas Hastreiter, und dann einmal Weihnachten, Advent und im Sternenhimmel mit meinen lieben Kollegen Geraldine Olivier, Rainer Kirsten, Dagmar Frederik, Tommy Steiner ist noch dabei und auch viele Einzelauftritte. Also dieses Jahr ist eine Menge los. Das klingt doch sehr gut und ich denke mal, sind da auch wieder ein paar Namen dabei, die man vielleicht gar nicht mehr so denkt, dass sie noch da sind, weil sie ist auch teilweise wieder ruhiger geworden. Tommy Steiner, wie du sagtest, der war ja sehr viel auch in den 80er, 90ern noch aktiv. Dann ist jetzt doch ein bisschen Ruhe eingekehrt. Aber ja gut, schön, wenn man wieder die Kollegen treffen darf, denke ich doch mal. Ne? Ich freue mich immer auf solche Kollegen. Und das sind ja auch namhafte Kollegen, die wirklich sehr viel im Leben erreicht haben und musikalisch sehr viel erreicht haben und die man einfach kennt und wo man gerne hingeht. Und ich als Kollegin freue mich auch. Das ist dann immer wie so ein kleines Klassentreffen. Ja, ganz klar. Und dann natürlich, ich habe es gerade vorhin in der Anmoderation gesagt, Kollegin eigentlich, du moderierst auch Fernsehsendungen, gell? Die eine oder andere. Ja, richtig. Also ich moderiere ja schon sehr lange auch
natürlich die Bühnenshows, auch Bühnenprogramme. Ich moderiere auch Live-Tourneen, bin halt auch als Moderatorin zu buchen und unterwegs. Und aber auch seit einigen Jahren immer mal wieder im MDR. Dann habe ich lange bei Melodie TV meine eigenen Sendungen moderiert. Und im Deutschen Musikfernsehen bin ich immer mal zu sehen. Da präsentiere ich CDs von Kollegen. Also auch die Moderation liegt mir sehr am Herzen. Okay, das klingt doch sehr gut. Und im Vorgespräch gerade haben wir es ja auch kurz erwähnt gehabt. Du bist jetzt ja mittlerweile Mutter geworden und hast 2 Töchter. Ja, mittlerweile ist gut. Die Große ist schon 11. Ja, in der Zeit, wo wir uns kennen und auch nicht gesehen haben, so meine ich. Genau. Ja, das stimmt, wir haben uns lange nicht gesehen. Die ist schon 11 Jahre alt, ist jetzt dieses Jahr aufs Gymnasium gekommen. Und die Kleine ist 5,5, die kommt dieses Jahr in die Schule, also steht auch da privat wieder eine Menge an. Und es ist mein ganz großes Glück und das Glück von meinem Mann und mir. Wir sind immer noch glücklich verheiratet, keine Skandale, alles toll und sehr harmonisch, sehr liebevoll. Ich bin unglaublich dankbar für dieses schöne Privatleben, was ich haben darf. Mhm. Weil das ist ja in dieser Branche nicht einfach. Ich bin viel unterwegs. Ich muss es gut organisieren. Mhm. Auch mit den Kindern natürlich. Die Großeltern unterstützen uns immer. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so wunderbar läuft. Das glaube ich. Ne? Also da muss man schon sagen, Hut ab und Glückwunsch dafür, dass das, wie du sagst, alles so zusammenpasst einfach auch, weil wenn man gerade so viel unterwegs ist, ne, muss die Familie ja schon irgendwo mithalten. Ne, ganz klar. Absolut, müssen alle mitziehen. Ja, ne. Richtig. Wenn du jetzt so ein bisschen auf deine 20 Jahre zurückblickst, zieht man da auch ein Stück weit ein bisschen mal Bilanz. Das war schön, das war jetzt weniger schön. Gab es Hochs und Tiefs? Wie war es bei dir? Also ich glaube, es ist ja wirklich so, dass jeder Künstler, auch wenn es noch so toll aussieht, jeder Künstler durchlebt Höhen, jeder Künstler durchlebt auch mal Tiefen oder Zeiten, wo es einfach ein bisschen schleppen geht. Ich gehöre zu der Sorte, die alles erlebt haben. Ich gehöre aber auch zu denen, die immer sehr, sehr fleißig sind, also die wirklich sehr sich rappeln und auch alles einfach gerne tun. Also alles, was mit diesem Job zusammenhängt. Das, was die meisten ja nicht sehen oder nicht wissen, ist, dass ja unglaublich viel auch Büroarbeit dranhängt oder Zeit wie jetzt, wir miteinander Interviews machen, Interviews beantworten, ob schriftlich, ob telefonisch, ob per Skype, ob persönlich. Und das ist natürlich auch wirklich eine Menge Arbeit. Der Job bedeutet auch Arbeit. Es ist natürlich zauberhafte Arbeit und die schönste Arbeit ist dann, wenn man mal auf der Bühne steht. Und das muss man von ganzem Herzen lieben und das tue ich. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Also nach wie vor sehe ich meinen Beruf als Berufung an und bin dankbar, dass ich das auch machen darf. Und bin auch sehr demütig, weil ich weiß, dass nicht jeder das so lange überhaupt durchziehen darf. Und ich bin immer noch da und es gibt immer noch neue Songs von mir und bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Und das habe ich natürlich auch meinen Fans zu verdanken und meinem Publikum, die auch immer für mich da sind. Also da mal ein ganz dickes Dankeschön. Kann man wirklich nur unterstreichen dann, das stimmt, richtig, genau. Fans, wenn du sagst, hast du, oder ich muss anders fragen, gibt es da wirklich Fans auch von Anfangszeiten noch? Dem man begegnet? Ganz viele sogar. Also ich habe wirklich Fans der ersten Stunde, die mich seit 22 Jahren begleiten. Wobei ich mittlerweile sagen muss, das sind dann tatsächlich weniger Fans, sondern das werden echt Freunde. Mhm. Ja, und auch wenn ich habe einen sehr gut funktionierenden Fanclub und wenn wir uns treffen und so im Rahmen zwischen 50 und 80 Fans sind das dann ist das wirklich wie eine Familie. Und die haben auch mittlerweile untereinander Freundschaften geschlossen. Ja. Die haben untereinander, verreisen die oder kommen zusammen zu meinen Konzerten. Und also das ist wirklich, das ist auch das, was einen als Künstler trägt. Mhm. Weißt du, die auch so alles mit dir mitmachen, die auch für dich da sind, wenn du jetzt gerade mal keine neue CD hast. Oder ich sage es mal nach den Geburten meiner Kinder, ich war zwar immer auf der Bühne, aber da war es natürlich ein bisschen ruhiger, aber die dafür Verständnis haben und wie eine Familie für dich da sind. Das ist sensationell und die sind wirklich spitze. Das ist doch gut, wenn man den Fankreis so hinter sich hat, dann ganz klar. Absolut. Ja, ja, jetzt haben wir gerade heute, man kann es ruhig sagen, Faschingszeit. Weiberfasching ist heute am Donnerstag. Bist du da irgendwie auch aktiv oder wird es bei euch da, wo du wohnst, auch groß gefeiert? Also es wird, bei uns gibt es Fasching, der wird auch gut gefeiert. In der Festhalle sind schöne Veranstaltungen immer.
Und ja, ich selber, ich gehe mal, aber ich bin nicht so ein ganz großer Narr, also kein so ganz närrischer Typ, der jetzt jede Veranstaltung mitnehmen muss. Ich finde die Zeit schön, aber ich gebe auch ehrlich zu, es ist die Zeit, wo ich mal nicht ganz so viele Auftritte habe. Und die genieße ich dann auch. Ja, also die genieße ich dann auch mal mit meinen Kindern. Und ja, nächste Woche ist dann im Kindergarten Fasching und dann muss ich da 2 Tage wieder die Kleine hübsch machen. Also ich habe schon auch, außerdem habe ich genug Karneval zu Hause. Das überlassen wir dann lieber doch den Rheinländern, die sind ja ganz verrückt da irgendwo. Da ja, ist auch wunderschön. Also wenn man da ist, kann man sich ja dem gar nicht entziehen. Ja, da ist ja, ein Ausnahmezustand, genau. Ich war vor, es ist schon sehr lange her, 10, 15 Jahren war ich mal zu Weiber-Fasching in Köln. Und ich war nicht verkleidet. Oh, du glaubst gar nicht, wie komisch ich mir vorkam. Du rennst ins erstbeste Geschäft und kaufst dir irgendwas, damit du nicht mehr auffällst. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das toll. Das ist eigentlich wie beim Oktoberfest, wenn man da jetzt nicht mehr im Dirndl auftaucht. Ne? Da fällt man ganz auf. Ganz genau. Ja, ja. So Kultsachen, gerade jetzt Fasching, Oktoberfest, wie auch immer, Brauchtum, es geht ja ein Stück weit teilweise auch verloren. Aber ich finde es schön, wenn dann gerade bei solchen Events dann das Ganze doch wieder irgendwo gepflegt wird, oder? Wie siehst du es? Absolut. Absolut, das ist ja wichtig. Wir Menschen, wir wollen ja auch Traditionen. Natürlich wollen wir auch viel Neues, aber es ist über die letzten Jahre auch so viel Neues auf uns eingeschwemmt durch diese vielen, vielen neuen Medien. Ja, es fing mit Handys an, Computer, Social Media, jetzt haben wir Facebook, Instagram, Snapchat, was wir alles haben und alles wollen wir irgendwie bedienen. Und überall haben wir das Gefühl, dass wir ganz viel Neues erfahren wollen. Und eigentlich ist es aber auch diese Tradition, dieses doch ein bisschen Gleichbleibende, diese Anker, die wir im Leben brauchen. Ja? Und das ist auch tatsächlich, da kommen wir sehr schön auch auf mein neues Album. Das heißt ja, alles hat seine Zeit. Genau, und das ist auch mal richtig. Es ist ein Konzeptalbum und geht im Großen und Ganzen um das Thema Zeit. Und wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht. Der Uli hat wunderschöne Gedanken zum Thema Zeit, denn das ist das Einzige, was sich ja nicht verändert, was immer bleibt. Wir haben nur das Gefühl, dass das immer schneller geht. Ja, und je mehr Dinge, die wir uns anschaffen, damit wir mehr von der Zeit haben und mehr erleben können, umso weniger Zeit haben wir plötzlich. Und das ist unglaublich ambivalent und sehr spannend. Auf alle Fälle, ganz klar. Ne? Und wie gesagt, je älter man wird, hat man das Gefühl, die Zeit verrennt viel schneller, als man es in der Kindheit noch erleben. Ne? Allerdings, aber ich denke, es hat auch wirklich viel mit diesem Medienkonsum zu tun, der sich extrem erhöht hat. Wo wir denken, dass uns, ich sage jetzt mal im Büro, die Computer helfen, aber es gibt so einen schönen Spruch, den finde ich immer sehr niedlich, der meint, dass Computer die Probleme lösen, die wir vorher gar nicht hatten. Richtig, ja, richtig, genau, da muss man mal drüber nachdenken, da ist was dran. Richtig. Nee, aber wie gesagt, wir leben ja da in einer ganz anderen Welt, als wir aufgewachsen sind. Ja, die Kinder heutzutage, die sind ja alle hier mit dem Handy und mit dem Tablet und mit Computer eigentlich schon, kann man fast sagen, geboren. Ne? Du wirst es ja eh nochmal anders mitkriegen, wenn sie in der Schule sind. Ja. Ne? Ja, definitiv. Also das ist bei uns auch schon Thema und es ist auch wichtig, ich versuche halt die Balance zu halten. Also dass sie mit den neuen Medien groß werden, weil ohne, das geht natürlich nicht. Ne? Man kann es ihnen nicht vorenthalten, aber wir versuchen auch als Eltern ein sehr gutes Maß zu finden und diesen Konsum doch noch ziemlich stark auch zu kontrollieren und gemeinsam viel zu kommunizieren, was ist gut, was ist nicht gut und warum. Weil es birgt natürlich auch, gerade als Eltern merkt man das dann, sehr viele Gefahren. Ganz klar, ganz klar. Ja, also wie gesagt, sagen wir doch ein bisschen schon wieder was über dein neues Produkt. Alles hat seine Zeit erfahren. 12 Titel sind drauf, gell? Es sind 12 Titel drauf. Also wir haben so ein bisschen mehr auf Qualität statt auf Quantität gesetzt, weil ich habe das ja letztes Jahr, es war ja für mich ein bisschen wie so ein Märchen, ich habe das ja angeboten bekommen von Ralf Rudnick rief mich an. Ja. Ralf Rudnick, der bei den Höhnern ja Gitarre gespielt hat und ein sensationeller Arrangeur der ist verantwortlich für die gesamte Musik, das hat er ganz toll gemacht. Und er hat mich praktisch mit dem Uli zusammengebracht und Uli hat eine Sängerin gesucht, die diese Inhalte und diese Texte und diese schönen Lieder transportieren kann. Und ich habe die Demos gehört, da war ich letztes Jahr im Sommerurlaub, das weiß ich noch ganz genau, ich lag am Strand und habe mir das mit Kopfhörern angehört und habe so gedacht, es ist wie ein schöner Roman, weißt du? Es ist so, als ob du zum Thema Zeit immer eine Seite umblätterst mit einem neuen Lied
und ein neues Kapitel liest. Mhm. Und es war für mich so toll, weil es so wenig Musik gibt. Also in letzter Zeit, finde ich, nimmt es ein bisschen ab, Titel, die auch wirklich eine Aussage haben. Ja, ja, also es ist viel gerade Partyschlager, was ich wirklich toll finde und das brauche auch ich auf der Bühne. Mhm. Aber ich bin ja nun doch auch ein bisschen älter geworden. Wie gesagt, ich hatte letztes Jahr meinen 40. Geburtstag. Das kann ich auch offen sagen, stehe ich dazu. Und dann denkt man auch über das Leben ein bisschen anders nach. Ich bin dankbar, dass ich als Künstlerin solche wunderschönen Lieder überhaupt präsentieren und singen darf. Und ich bin, glaube ich, auch eine Künstlerin, das merke ich jetzt an meinen Fans, die das auch ein bisschen von mir erwarten, dass das nicht zu flach ist, sondern dass das auch ein bisschen tiefgründiger ist. Das habe ich über viele Jahre auch so praktiziert, auch auf der Bühne. Indem ich auch Welthits und Musicals und auch versuche, Lieder zu singen, die auch schon eine Aussage haben oder mit schönen Texten in meinen Konzerten überzuleiten, die die Menschen zum Nachdenken anregen. Und ich habe das gehört und habe gesagt, das ist mein Weg, das ist genau das. Mhm. Danke. Toll, toll. Wünschen wir dir auf alle Fälle viel Erfolg mit dem neuen Produkt, dass es so ankommt beim Publikum, wie es du dir wünschst, natürlich, ganz klar. Ja, was bleibt noch zu sagen? Viel, viel Erfolg. Gesundheit vor allen Dingen. Ich glaube, das ist immer heutzutage ganz wichtig. Ne? Dankeschön. Ganz klar. Ja. Und ohne Gesundheit geht das alles nicht. Richtig. Ganz genau. Ja. Große Tourneen, so Fernsehen, steht noch was an bei den paar wenigen Sendungen, die wir noch haben? Wo sieht man dich? Immer wieder sonntags? Ja, wie gesagt, diese angebaut. Beiden MDR-Sendungen, die jetzt anstehen, am 28. Februar mit Volldampf durch die Oberlausitz, ich glaube, 27. März, da bin ich mir nicht sicher. Die Sendung Wiedersehen macht Freude. Und es kommen jetzt natürlich auch noch neue Termine dann im Sommer. Da können einfach alle, die es interessiert, können schauen. Immer bei Facebook natürlich, auf meiner Facebook-Seite Katharina Herz und auf meiner Webseite www.katharina-herz.de. Da sind auch alle Live-Termine von allen Tourneen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und ja, wen das Album interessiert, so viel sei auch noch gesagt, das gibt es natürlich überall zu bestellen und zu kaufen. Und im Saturn steht es hier und da und freue ich mich einfach. Und, wo ich noch gesehen habe. Amazon und Co., alle haben es. Genau, wo ich es noch gesehen habe, das sind ja heutzutage auch die Multiplikatoren ein Stück weit. Spotify. Richtig. Da ist es auch drin. Ne? Ja, man kann es streamen, Spotify, iTunes Music, Amazon Music, überall da. Richtig, genau. Also man sieht, ohne die moderne Technik kommen wir gar nicht aus. Und wo du auch noch zu finden bist, Instagram. Ja, da bin ich auch. Ich gebe zu, man kann ja immer nur wirklich ein Portal so ganz richtig pflegen. Das ist bei mir tatsächlich Facebook. Da bin ich einfach auch schon länger dabei. Das, aber Instagram mache ich seit einiger Zeit auch, versuche das natürlich auch zu pflegen. Aber im Endeffekt, weißt du, wichtig ist, dass wir für die Fans da sind. So ist es. Wichtig ist, dass wir euch, die jetzt hier auch zuschauen, an unserer Karriere, auch an unserem Leben teilhaben lassen, dass wir unsere Musik nahe bringen. Aber am allerschönsten ist es, wenn ihr einfach unsere Musik hört und wenn ihr das genießt und die Videos schaut. Das neue Video, was immer war, ist auch bei YouTube auch ein sehr schöner Clip geworden, wie ich finde. Bin ich auch ganz stolz drauf. Und das ist für uns natürlich das Allerwichtigste. Und dann kommt uns besuchen zu den Konzerten. Weil davon, ja, das ist das, was unser Leben ist. Ja, das hier ist alles schön und zu sprechen und übers Internet und über den Computer den Menschen was nahezubringen, aber viel schöner ist doch, wenn wir im Autogrammstand uns gegenüberstehen. Ganz genau so ist es. Also, dann würde ich sagen, kommt zu den Konzerten von der Katharina Herz und hört euch die CD vor allen Dingen auch an, egal wo, auf welcher Plattform. Also, es lohnt sich. Ich habe sie schon reingehört, sind wirklich tolle Nummern drauf. Ich kann es nur weiterempfehlen und wie gesagt, dir nochmal herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast, über diese Plattform auch uns zu besuchen sozusagen, beziehungsweise dabei zu sein und vielleicht auch in Kürze schon mal wieder eine Fortsetzung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Und ich sage erstmal danke und liebe Grüße an alle, die uns hier zuschauen. Und hinterlasst immer gerne ein Gefällt mir und Kommentare und wie euch meine CD gefällt. Ich bin immer ganz neugierig auf die Rückmeldung. Und du bestimmt auch, Frank, oder? Natürlich, natürlich. Unbedingt immer melden. Und hier bei Promigeflüster gibt es immer die neuesten Infos zu allen Künstlern, Schlager, Volksmusik, Pop, Schauspieler. Wir haben ja die ganze Bandbreite mit drin. Genau. Liebe Katharina, dir nochmal, wie gesagt, alles, alles Gute, herzlichen Dank und ich sag mal, bis ganz, ganz bald. Dankeschön, tschüss.